Das Ende, ja, das Ende. Und damit, Freunde, herzlich willkommen. Wenige Tage bis zur neuen Season 2 OG 2 Chapter 2 Remix Reverse, was auch immer, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Wir reisen in die Vergangenheit, wir spulen die Zeit zurück, wir drehen an der Uhr und schallern zurück nach Kapitel 2 OG Remix Season 1, 2, 3. Es wird groß, es wird genial. Neue Teaser, weitere Battle Pass Items und vieles, vieles mehr. In diesem Video bereiten wir uns zudem auf dieser Karte schon auf eine Evakuierung oder wird hier eine Evakuierung schon eingeleitet. Da gehen die Theorien rum. Es gibt auch ein Fake Schwarzes Loch, angeblich Event-Teaser. Was geht hier ab? Ich sag euch alles. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Direkt sind wir schon hier. Ihr seht hier beim Castle Doom sind wir direkt beim Tower. Einmal soll der Rauch da oben nicht mehr schwarz sein, sondern grau. Und die Lava hier drinnen ein wenig heller. Und ja, die ist ein bisschen heller. Ob das Ganze ein Grafikbug ist oder relevant fürs Event oder für sonst was, ist ja die Frage, Freunde. Das war's aber nicht gewesen. Es gibt noch viel, viel weitere Dinge. Eine Sache davon ist natürlich, in den wunderbaren Item-Shop zu gehen und meine Supported Creator Code eintragen. Genau, wenn ihr das seht, guckt auf eurem, auf eurer Konsole, PC, was auch immer, ob ihr das gemacht habt und guckt, ob er wirklich da drin ist, denn dann hält er noch bis zur neuen Season und ihr kriegt einen Battle Pass. Damit würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Natürlich ist das eine wunderbare Sache. Es sind so, so viele coole Skins hier drin, Eddiebrook und so. Natürlich bei Eddiebrook fehlt der Gleiter und das Contrail, und diese Spitzhacken sollen tatsächlich ab wunderbar, Anfang 2025 nicht nur für Random Skins sein, sondern dass man die dann für jeden Skin nehmen kann. Kleine Infos da direkt schon mal am Rande, deswegen gerne CC Schmerle. Auch beim Nitrodrome ist es so, dass hier langsam wirklich die Evakuierung eintrudelt, dass alles ausgeschaltet wird. Ihr wusstet hier noch, alles voller Feuerwerke, voller Feuereffekte, wenn ihr den Ort betreten habt, nix. Alles ist deaktiviert, alles, was sich bewegt, ist deaktiviert. Da oben die Uhr steht auf Null. Das Einzige, was ihr hier noch hört, ist Musik, Halloween-Musik, gehört es im Hintergrund. Und das ist das Einzige. Hier, die Rotoren sind aus. Auch die Rotoren, die hier an Rand überall stehen, alle sind aus. Sowie natürlich hier diese Sicherheitshütchen auf diesen Dingern stehen, womit man fliegen konnte. Alles wurde deaktiviert, außer die Musik. Es sieht so aus, als würden wir langsam uns darauf vorbereiten, diese Insel zu verlassen. Das Ganze ist nicht nur hier so, sondern auch bei Restored Reels ist natürlich alles weg. Na cool, da liegt es natürlich auch am Event. Alles da deaktiviert. Und Leute, ich finde das geil, ne? Die letzten Tage eines Chapters sind natürlich traurig. Wir werden uns noch von der gesamten Karte verabschieden. Aber auf der anderen Seite finde ich auch das richtig cooles Feeling irgendwie. Besonderes Feeling, sage ich da lieber. Denn wir verabschieden uns so langsam von der Map nach einem Jahr. Und es sieht wirklich so aus, als würden wir uns da natürlich schon auf die Evakuierung vorbereiten. Zumindest wenn Fortnite das so wirklich gemeint hat, finde ich sehr, sehr nice. Kapitel 2 Remix, neuer Teaser, kommen wir gleich dazu. Da ist mehr drauf, als wir entnehmen können. Leatherface, aber wenn ihr weiter durchscrollt, seht ihr tatsächlich, wo ist es genau hin? Jetzt ist es auf einmal weg. Ich blende es euch mal ein, ne? Da seht ihr tatsächlich das wunderbare Snoop Dogg Teaser-Bild. Das wurde jetzt geändert nach über 10 Stunden, ne? Hier so sah es davor aus, ne? Also ihr seht überall das S und das war das Teaser für Snoop Dogg. Und dann jetzt nochmal so. Da ist tatsächlich einmal die Variante ohne S. Also so, dass es noch mysteriös ist. Aber wir wissen durch die Roadmap und durch diesen Fehler-Teaser schon, dass es Snoop Dogg ist. Wurde aber jetzt geändert, nur damit ihr so Bescheid wisst. Und dann, Freunde, geht's direkt weiter. Cars kommt zu Fortnite. Ja, Leute, Cars kommt zu Fortnite. Das habe ich euch ja gestern schon berichtet, dass wir eine Kooperation mit Cars bekommen. Allgemein so, so viele Kindheitsgeschichten trudeln rein und das finde ich so, so nice. Und Epic kocht ja im Moment. Epic ist ja wirklich am Schallern ohne Ende. Der kommt Banger Halloween Special, da kommt ein Banger das, jetzt Chapter 2, 2 Live Events, was auch immer. Ey, das ist huge und großartig, was hier Charlie Venn und allgemein das gesamte Epic Games Team auf die Beine stellt. Deswegen GG's, ihr macht's wirklich super. Ohne viel zu reden, dennoch kommt Cars. Und Cars wird natürlich Lightning McQueen mit sich bringen und auch Matter, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Sorry, ich habe das letzte Mal vor Jahren geguckt, keine Ahnung, ne? Dieses Auto kommt auf jeden Fall auch rein, beziehungsweise Charakter. Und da können wir auch so einiges erwarten. Genauso wie die Simpsons in der Zukunft. Imagine im Chapter 6 Season 1 Battle Pass, die Simpsons. Ne, das wäre crazy wie Family Guys. Ne, dann natürlich auch noch weitere Dinge. Die blauen Avatare, One Piece Chapter 6 Sommer Season wäre natürlich auch optimal, weil das sind Wunschkooperationen, die so viele kennen und wollen. Ich freue mich drauf, ne? Und es gibt ja noch viel, viel mehr. Und dann hier eingeblendet der wunderbare Chapter 2 neue Teaser, ne? Das ist ein neuer Teaser für Kapitel 2 Remix, ne? Haben sie jetzt auch im Newsfeed angeteased, dass das Ganze wirklich jetzt am 2. November kommt. Kleiner Recap, 2. November ist der Samstag in 6 Tagen. Da wird natürlich Chapter 2 starten im Laufe des Tages. Wir werden den ganzen Tag durchstreamen. Am Freitag davor werden wir schon live gehen in den 24-Stunden-Stream. Der wird eh wieder länger sein, zumindest, dass ich wach bin. Wach bin ich meistens ja 30 Stunden am Tag. Crazy.
Und natürlich ist es so, dass es da natürlich am Abend voraussichtlich das Live-Event bei Restored Wheels stattfindet. Um da natürlich alles mitzubekommen, kommen wir gleich nochmal dazu. Kleiner Recap und in den letzten Videos. Aber genau hier seht ihr einige coole Dinge. Unter anderem war das ein Teaser und der Titel dazu lautet Pfoten. Kratzgeräusche auf einer Schallplatte, ne, natürlich die Schallplatte, die wir da sehen, und bleibt stilvoll, werde zu Gold. Anspielung an Midas, dass er jetzt auch die Katze ist, deswegen Kratzspuren und so weiter und so fort. Und wir sehen natürlich einmal wunderbar wieder diesen Musikplayer hier auch mit viel Katzendetails, wie ihr sehen könnt. Und der erinnert uns natürlich sehr stark an was anderes. Denn in Kapitel 2 hatten jede Charaktere hier natürlich wunderbar ihr eigenes kleines Büro, beziehungsweise so, ich sag mal, ihren Raum. Und natürlich sieht das so schön aus. Und stellt euch mal vor, das haben wir wieder mit dem, ne, ist auf jeden Fall so ein kleiner, ne, Referenz, ob das natürlich wieder da ist, ist schwer zu sagen, kann passieren, muss aber nicht. Na Leute, dann sehen wir hier auch einen Napf, was natürlich für Midas X den Muskelkater steht. Die Skins kommen ja auch gleich dazu, ne? Ist ja ganz klar. Dann sehen wir hier auch ein Getränk, was Midas mit einem Fisch hier reinballert. Ist ja klar, er ist eine Katze. Und dann hier einmal die Prinzessin Fisch. Und Prinzessin Fisch, Freunde, oh ja, die scheint was mit Midas Muskelkater am Laufen zu haben. Also die beiden scheinen ein Paar zu sein. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Dann sehen wir hier den Spice Track. Das ist der Lobby Track von Chapter 2 Season 2 in einer Remix-Variante. Den werden wir tatsächlich bekommen. Und was sehen wir noch? Ein Backbling. Das wird höchstwahrscheinlich oder wird das Backbling von Midas sein, denn das ist ein Remix aus folgenden zwei Backblings. Und zwar einmal aus diesem guten Backbling aus Kapitel 2 und diesem. Ne? Ihr seht, das ist einmal hier mit den Mäusegranaten, die wir hier sehen, und dem Wollknäuel. Und dann sehen wir hier einmal das. Und hier sehen wir auch die Granate, ne, in der Mausform und dieses Backbling. Das ist einfach geremixed und wird dann das Backbling passend zu dem Remix Muskelkater X Midas-Skin sein. Also alles geremixed, sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und das ist tatsächlich ein Teaser, der neue Teaser, ne, heute wird wahrscheinlich wieder ein neuer kommen, dazu kommt dann heute Abend oder morgen ein Video, aber ihr kennt mich, Leute, haut ein Abo mitten natürlich der Glocke rein, da wird ihr kriegt ihr eh benachrichtigt, ne. Dann blende ich euch hier mal wunderbar tatsächlich einen kleinen Clip ein, der geht auf Twitter, TikTok rum, oh mein Gott, Live-Event, Remix, Teaser, Leak, was auch immer, und wir wissen, Leute, das Live-Event findet statt bei Restored Wheels, da wird auch ein Timer auftauchen, Stand aktuell ist der nicht da, die einen sagen, ja, keine Ahnung warum, die anderen sagen, ja, wegen der Zeit Verschiebung in Deutschland, ne? Bei uns Deutschen gibt es Zeitverschiebung, bei den anderen nicht. Vielleicht, dass da der Timer richtig oder nicht richtig ist. Wer weiß, aber das, denke ich, hat mit der Zeitverschiebung rein gar nichts zu tun, weil wir in Deutschland eh die einzigen sind, ne? Aber der Timer wird kommen. Vielleicht heute noch im Laufe des Tages, ne? Vielleicht, wenn ihr das Video seht, werde ich euch darüber berichten, sobald es soweit ist. Aber was ganz, ganz schön ist, ist, dass der kommt und das Event ja voraussichtlich am Freitag startet. Das bedeutet, jetzt in wenigen Tagen, in 5 Tagen, und denke so zwischen 20 und 22 Uhr bei Restored Videos. Fassen wir zusammen. Das Ding soll tatsächlich 6 Phasen haben. In Phase 4 soll tatsächlich eine Art Feuerwerk am Himmel sein, beziehungsweise so ein paar Disco-Lichter, die natürlich Anzeichen für ein wunderbares Konzert sind. Schön und gut, dass wir das wissen. Gestriges Video abchecken, damit ihr alles auch seht, habe ich euch erklärt. Ne? Ganz schön. Das Ganze hat einen Countdown in-game, bei Restored Wheels auch. Leider ist das Paket in den Datenfiles für dieses Event nur 22 MB, was das kleinste Event jemals wäre. Ne? Erwartet da kein 15-Minuten-Event, Freunde. Das 15-Minuten- Big Bang Event 2.0 kommt am Ende des Jahres von Chapter 2 Remix auf Chapter 6. Was wir erwarten können in dem Event sind vielleicht so knackige 3 bis 5 Minuten roundabout, ne? Vielleicht tanzen wir mit Marshmallow und Röhnchen. Dr. Doom sagt, moin moin, ich bin wieder da, ne, weg, ihr habt mich nicht weit weg genug geriftet, ne? Jetzt gibt's eine Schelle, bam, und dann war es das gewesen. Kann passieren. Aber, ihr seht's hier nochmal, das schwarze Loch ist da. Und das schwarze Loch ist natürlich so eine Art da. Es soll nach dem Event eine Downtime geben und das wird halt mit schwarzem Loch beschrieben. War natürlich das erste Mal, dass wir so eine Downtime hatten. Das hier, was ich euch eingeblendet habe, da sieht man auch ein rotes, schwarzes Loch. Und das Ganze ist natürlich komisch und sorgt für Verwirrung. Ist das jetzt echt? Kriegen wir wirklich ein rotes, schwarzes Loch? Kommt es genauso wieder? Und ganz einfach, nein. Das Video ist fake. Dieser Clip, die Sequenz wurde gefaked und als real verkauft. Das ist einfach von einem Fortnite-Spieler, also quasi ein Konzept, dass ihr das wisst. Es gibt noch keine Anhaltszeichen zum Event. Stand aktuell. Wie gesagt, ich nehme das jetzt gerade auf. Kann sich geändert haben. Wenn ja, im nächsten Video mehr Infos. Fortnite hat das Event Stand aktuell noch nicht mal angeteased, weder bestätigt. Das bedeutet, wir wissen nur durch die Leaks und die Spieldateien, weil in den Spieldateien ist das Event mit dem Codename Killen drin, dass das Event stattfindet. Aber an sich von Fortnite offiziell wissen wir noch nichts. Und da müssen wir natürlich auch noch auf die offizielle Ankündigung mit auch einem Countdown warten. Das Event kann ich mir gut vorstellen auf einer Creative 2.0 Map da, weil da ist dann noch viel, viel mehr möglich. Können wir was runterladen und dann wäre das Ganze auch nicht nur 22 MB. Da kann sehr, sehr viel stattfinden.
und da würde ich die Augen aufhalten, Freunde. Vor allem Marshmallow-Konzert, was hier wirklich abgeht, ne, ist eine huge Geschichte. Ich freue mich drauf, Freunde. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Und ja, Freunde, ich bin einfach mega, mega hyped. Wir werden jetzt täglich streamen, täglich den Content ballern. Wir haben so, so viele Clips, Videos, die hier noch reinschallern müssen. Unter anderem Secrets auf der Karte, die Karte verabschieden und natürlich Theorien, denn da kommt auch noch ein spannendes Video, Freunde. Wir haben so, so geile Theorien, Freunde, für das Event. Ich freue mich drauf. Ich liebe diese Zeit in Fortnite. Ihr kennt mich, Freunde. Ihr werdet jetzt täglich beschenkt von mir mit dem Content. Hoffe ich zumindest, euch gefällt es. Lasst ein Like und ein Abo da, ne? Eure Meinung, Theorien und genau den Hype-Skala mal in die Kommentare. Und in dem Sinne, Freunde, war es gewesen. Haut rein, euer Schmäle und ciao.